Hallo und ganz herzlich willkommen, meine lieben Outriders. Ich freue mich, dass ihr in dieses Video einschaltet. Ich möchte euch heute einige Tipps geben für die Expeditionen, was es zu beachten gilt, worauf es maßgeblich ankommt, damit ihr möglichst schnell diese Expeditionsstufen schafft, beziehungsweise einfach nicht gefrustet seid, wenn ihr mal auch nicht weiterkommt. Ein ganz wichtiger Gang immer ist hier natürlich zu Dr. Saidi, denn ihr wollt hier an eurem Equipment basteln, damit ihr so gut wie möglich auf die Expedition vorbereitet seid. Dazu zählt unter anderem, dass ihr natürlich Gegenstände ausrüstet, die zu eurer Skillung passen. Wenn ihr ein Anomalie-Build benutzt, also wenn ihr in den Talentbäumen den untersten Pfad gewählt habt bei jeder Klasse, das ist der Anomalie-Pfad, dann wollt ihr mit der Rüstung eure Anomaliekraft boosten. Das heißt, es kommt darauf an, dass eure Rüstung das Attribut Anomaliekraft und wenn ihr mit Statuseffekten arbeitet, natürlich auch Statuskraft hat. Und wenn ihr immobilisiert zum Beispiel oder Giftschaden oder Verbrennung draufpackt auf die Feinde, ist Statuskraft ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ganz wichtiger Wert oder ebenfalls sehr nützlich immer ist die Abklingzeitreduktion, damit ihr eure Skill immer schneller im Einsatz wieder habt. Bei Waffenbuilds ist es tendenziell so, dass kritischer Schaden nie schlecht ist, dass Bonus Waffenstärke sehr gut ist und Rüstungsdurchschlag sind auch sehr tolle Werte. Ich weiß es gerade nicht, ob ihr den Bonus Waffenschaden auch bei Waffen drauf haben könnt. Ich sehe es hier nämlich gerade nicht. Ansonsten ist natürlich Lebensentzug Waffe, was ihr hier seht, zum Beispiel eine sehr nützliche Geschichte, weil ihr mit eurem Waffenschaden Leben wiederherstellen könnt. Das ist sehr, sehr nützlich. Vor allem, wenn ihr mehr Schaden macht, bekommt ihr natürlich auch mehr Leben raus. Das nächste ist, dass ihr, wenn ihr in den World Tiers unterwegs seid, und das gucken wir uns jetzt hier ganz schnell mal kurz an. Wenn ihr hier in den World Tiers seid, habt ihr natürlich immer die Möglichkeit, stellt es automatisch auf die höchste Stufe, die ihr habt. Entsprechend haben die Gegner auch das Level 41 und die Beute auch 41. Wenn ihr das in Gold schafft, bekommt ihr 2,5% auf Legendär jetzt bei Rang 8. Hier ist es 1,25%, hier ist es 0,75%. Es macht also in gewisser Weise nicht immer unbedingt Sinn, wenn ihr hier stecken bleibt und es einfach nicht schafft auf Gold oder Silber. Ja, dann geht lieber eins runter und nehmt hier das hier mit. Wenn ihr hier Gold schafft, ist das immer noch besser. Ja, und ihr könnt euch dann langsam hocharbeiten mit euren Items und eurer Gegenstandsstufe, denn die ist wirklich sehr entscheidend. Deswegen gehen wir auch wieder zurück zu Dr. Saidi. Jedes Mal, wenn ihr eine Expeditionsstufe, also einen Rang aufsteigt bei euren Expeditionen, erhöht sich auch der Level, den eure die Stufe, die eure Gegenstände haben können, und ihr könnt es dann entsprechend hier auf eine nächste Stufe hochliften, wenn ihr hier natürlich Titan bei epischen und bei blauen ist es sind die normalen Ressourcen investiert. Das ist allerdings ja eine ganz wichtige Sache, denn wenn man das vergisst, dann sind die Werte nicht so hoch. Das heißt, die Attributwerte sind nicht so hoch und die Mod-Werte sind auch nicht so hoch. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel bei mir auf den Handschuhen seht, der Eiszapfenhagel, wenn wir diesen jetzt mal in der Stufe, theoretisch, man kann es leider jetzt nicht sehen, weil ich nicht genügend Titan habe, aber wenn ich jetzt hier hochgehen würde, würde sich dieser Wert hier, diese 28.886 Schaden, erhöhen. Das heißt, wenn ihr Mods habt, die Schaden zufügen, dann erhöht sich dieser Wert, wenn ihr das Item auf eine höhere Stufe bringt. Bei ein paar Mods ist es so, dass es abhängig von eurer Anomaliekraft ist. Da funktioniert das natürlich dann nicht so. Aber in den allermeisten Fällen steigt der Mod-Schaden mit eurem Gegenstandslevel und nicht durch eure Anomaliekraft. Das nicht verwechseln, das ist wichtig. Ebenfalls solltet ihr immer beachten, dass ihr eure Attribute möglichst hoch haltet hier, dass ihr eure Shards hier reinsteckt, wo ihr könnt und so viele ihr nur habt und das immer voll macht, denn je mehr Shards ihr drin habt, umso höher ist dieser Wert und umso besser ist das natürlich zum Beispiel für euren Schaden hier oder für eure Abklingreduktion und so weiter und so fort.
ebenfalls gilt es zu beachten, dass mit Schüssen bei Modifikationen, hier zum Beispiel Schüsse verringern den Widerstand des Ziels, damit ist eigentlich Projektile gemeint. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel eine Schrotflinte haben oder eine Pumpgun, die mehrere Projektile verschießt, dann verursacht jedes Projektil von einem Schuss diesen Mod-Effekt bei einem Feind. Wenn ihr also mit der Streuung von einer Pumpgun zum Beispiel drei Feinde auf einmal trefft, bekommen sie alle drei diesen Effekt und nicht nur einer. Und das ist egal, ob hier der Cooldown ist. Das könnte auch ein Cooldown von 4 Sekunden sein, wenn ihr mit dem ersten Schuss mit den Projektilen von einem Schuss mehrere Feinde trefft, dann packt sich dieser Wert hier auf alle Feinde drauf. Was ihr ebenfalls immer beachten solltet, sind Symbiosen. Das ist eine ganz wichtige Sache, wenn ihr euren Build macht für eure Klasse. Achtet also darauf, welche Talente, welche Skills ihr einsetzen möchtet und was das für ein Zustandsschaden zum Beispiel ist. Verursacht das Verbrennen oder zum Beispiel Frost? Und bei mir ist es so, ich fokussiere mich mit meinem Technomancer momentan auf Frost und da mehr Schaden rauszuholen. Entsprechend versuche ich natürlich auch hier Mods reinzupacken, die Frost-Effekte herbeirufen, weil ich bei gefrosteten Feinden mehr Schaden machen kann. Das heißt, wenn ich die Feinde hier froste, dann habe ich auch automatisch einen Boost auf den Schaden, den ich danach an diesen gefrosteten Feinden austeile. Solche Symbiosen gilt es immer zu verfolgen, wenn man kann, oder hier zum Beispiel bei mir die Mod Frostschub drauf, dass ich an frostbetroffenen Gegnern 15% erhöhten Schaden zufüge. Solche Dinge sind damit gemeint. Also guckt immer, welchen Schaden ihr anrichtet, welche Form von Schaden. Geht es euch um Waffenschaden hauptsächlich? Also seid ihr im Talentbaum in dem oberen Baum unterwegs, im oberen Pfad, boostet euren Waffenschaden, geht auf Bonus Waffenstärke bei den Attributen und nimmt auch teilweise zumindest Modifikationen mit, die euren Waffenschaden zusätzlich boosten. Das kann zum Beispiel eine Mod wie Blutrausch sein, die eure Waffenstärke um x Punkte quasi erhöht und das kann dreimal kumuliert werden. Oder sowas wie Munition des Beharrlichen, dass wenn dein Leben unter 30% fällt, deine Waffenstärke um so und so viele Punkte steigt. Also zumindest, dass einfach mal der Sinn des Ganzen klar ist, je nachdem, es gibt mehr oder weniger sinnvolle Mods, die man da ausrüsten kann. Das hier ist Blutrausch auf jeden Fall eine gute Mod, wenn man die benutzt für Waffenschaden. Je nachdem muss man überlegen, eben, dass man tolle Sachen hier mit reinpackt, die einem für den Build etwas bringen, den man benutzt. Heißt, nochmal ganz kurz zusammengefasst, bei jeder Expeditionsstufe könnt ihr das Item-Level anheben, also Stufenaufstieg. Stuft das immer maximal auf, wenn ihr nicht weiterkommt, und packt so viele Shards wie möglich hier. Macht das voll, soweit ihr nur könnt, damit ihr am meisten von diesen Werten habt. Dann schaut natürlich, dass die Mods, die ihr hier ausrüstet, auf euren 5 Ausrüstungsteilen eine Symbiose ergeben mit dem, was ihr eigentlich vorhabt, mit euren Talenten, mit eurem Charakter, mit euren Skills. Wenn ihr das habt, seid ihr schon mal sehr, sehr gut vorbereitet auf das, was noch kommt. Ein nächster Tipp ist natürlich, dass ihr immer bei Bailey vorbeischaut, bei der Händlerin, und schaut, was sie im Angebot hat. Das wechselt nach 30 Minuten immer durch und guckt euch an, ob es eine coole Kombination oder eine coole Modifikation gibt, die ihr noch nicht habt oder die ihr unbedingt haben möchtet für euren Build. Verkaufen könnt ihr natürlich, und ihr könnt dann auch Titan bei ihr kaufen gegen Schrott, womit ihr dann eure Items wieder aufwerten könnt. Ebenfalls der nächste Weg führt immer zu Thiago. Hier braucht ihr aber vor allem Landekapselressourcen, um gut was machen zu können. Hier wechselt das Angebot 1,5 Stunden, glaube ich, wenn ich mich richtig jetzt hier orientiere. Und da gibt es ebenfalls Sachen, allerdings nur gegen die Landekapseln, die man entweder durch die Expedition bekommt oder mit Titan kaufen kann. Das wäre hier an der Stelle, könnte man Landekapseln kaufen mit Titan, auch wichtig zu wissen. Oder man kann Landekapseln gegen Schrott eintauschen. Das ist aber nur was für Leute, die schon durch die Expeditionsstufe 15 durch sind und verdammt viel Landekapseln bekommen für einen Run.
Ebenfalls könnt ihr hier, wenn ihr einen Set-Gegenstand braucht, falls ihr zwei von einem Set schon gefunden habt und einen dritten Teil braucht, könnt ihr von jedem Set für eure Klasse gibt es ein Item. Das heißt hier 4 Sets insgesamt für eure Klasse und von jedem Set gibt es hier ein Gegenstand, den ihr kaufen könnt. Beachtet, dass wenn ihr hier ein Set, einen Gegenstand kauft, wird der nicht mehr verfügbar sein beim Tiago. Ebenfalls bei den Waffen gleiches Prozedere. Falls das alles natürlich nicht nützt, nicht hilft, ist natürlich Geduld angesagt, Üben angesagt. Man muss sich auch mit seiner Klasse und dem Spielstil, den man da realisieren will, auseinandersetzen, gucken, wo sind die Schwächen, gucken, was kann man vielleicht besser machen mit dem Movement. Kann man so offensiv sein, muss man vielleicht ein bisschen defensiver gehen oder eine defensive Mod ausrüsten, die einen ein bisschen mehr Schutz gewährt. Ansonsten ist zu empfehlen, dass wenn ihr wirklich nicht weiterkommt, geht in den Multiplayer mit einer Gruppe, ist es tendenziell einfacher. Man hat erstens eine kostenlose Selbstwiederbelebung und man kann von anderen auch immer wieder aufgehoben werden, wenn man denn zu Boden geht. Des Weiteren geht es natürlich auch immer darum, bei den Expeditionen sich die Abläufe einzuprägen. Das heißt, sich zu merken, wo kommen welche Feinde zu welcher Zeit. Je nachdem, wie gut man sich das einprägt, kann man hier sehr schnell handeln. Ebenfalls ganz wichtig ist es, die Gasflaschen zu nutzen, wenn sie irgendwo rumstehen. Man verursacht Verbrennung bei den Feinden und das kann in mancher Situation wirklich sehr nützlich sein. Ganz interessant zu wissen ist bei der Chemiefabrik auch, dass wenn ihr in der mittleren Ebene seid, wo der Aufzug kommt, mit dem ihr dann nach unten fahren müsst, dieser Aufzug kommt schon bevor ihr die Feinde erledigt habt. Das heißt, haltet immer ein Auge auf den Aufzug. Es könnte sein, dass der schon früher kommt. Ihr braucht dann nicht alle Feinde töten. Nur die erste Welle, die in diesem Raum ist, wenn dann die zweiten Captains aus der Tür rauskommen mit den paar Nahkampffeinden, die aus der anderen Tür kommen, dann könnt ihr nur darauf warten, dass der Aufzug kommt, steigt dort ein und lasst die Feinde dort stehen. Das spart euch eventuell eine halbe Minute bis Minute auf jeden Fall, um diese Feinde zu töten. Ansonsten sei gesagt, verliert die Geduld nicht. Das ist ein wichtiger Tipp, denn letztendlich geht es darum zu grinden, damit man die Stufen möglichst hoch bringt hier bei allen Items, die man hat. Notfalls spielt man im Multiplayer, man macht alles mit Charts voll, man optimiert sein Build, aber vor allem geht es darum, dass man die Items alle auf maximaler Stufe hat. Dann ist das alles nicht mehr so wild, wie es am Anfang vielleicht aussieht. Das heißt, es geht hier sehr, sehr viel um das Gear, natürlich auch um den eigenen Spielerskill, aber der ist eher an sekundärer Stelle. Maßgeblich ist vor allem das Gear, das man benutzt. In diesem Sinne hoffe ich, dass die Tipps für euch nützlich waren. Ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin in Outriders und in den Expeditionen. Macht es gut und auf Wiedersehen.